Wow! Bist du okay da unten? Ich hab dich echt nicht gesehen, sorry. Naja, egal, man sieht sich. Täuschen mich meine Augen oder ist das die schönste Frau, die ich je gesehen habe? Ich bin verliebt. Ach, ich hätte das Frühstück nicht auslassen sollen. Pasta wird's. Ist genau, worauf ich Hunger habe. Oh, perfekt. Ich kann die Spaghetti schon riechen. Komm zu Mama. Das mache ich mir auf jeden Fall. Der Herd ist an. Die Pfanne ist fertig. Und ich koche mir was zu essen. Aber warum werden die nicht weich? Ich weiß. Mit Ketchup wird's gehen. Das sieht schon eher nach Spaghetti aus. Aber die Nudeln werden trotzdem nicht weich. Was mache ich denn falsch? Warum kochen, wenn ich auswärts essen kann? Das sieht aus wie Pasta. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Guck dir all die leckeren Sachen an. Ich esse auf jeden Fall erst die Nudeln. Entschuldigen Sie bitte. Oh, Sie haben meine Gedanken gelesen. Die hier. Danke. Endlich kann ich was essen. Ein neuer Tag und neues Laub. Wie spät ist es? Oh, ich kann endlich Pause machen. Ich habe mir ordentlich Appetit geholt. Ich habe vergessen, meine Stulle einzupacken. Dieser Tag wird einfach nicht besser. Was ist denn da oben los? Na klar. Nicht bewegen. Ach, was soll das? Hey, was hat der Typ denn da drüben? Schätze, ich habe gerade mein Mittagessen gefunden. Aber ich muss vorsichtig sein. Oh, ich habe die Gabel vergessen. Und da ist meine Chance. Was haben wir denn hier? Ramen-Nudeln, hä? Aber wo ist das Besteck? Muss nachdenken. Ja, ich mache mir einfach eine Gabel. Oder in meinem Fall Stäbchen. Guten Appetit. Ach, damit geht's ja gar nicht. Meine Hände tun's aber auch. Voll lecker. Mann, ist das lecker. Er kommt zurück. Also gut, wo war ich? Warum liegt das Grünzeug hier? Seltsam. Oh nein, mein Essen! Nein! Womit habe ich das verdient? Melde ich mich bei ihr? Ich traue mich. Ich rufe sie an. Was? Nein, ich traue mich doch nicht. Was ist, wenn sie mich langweilig findet? Ich war noch nie in der Stadt. Aber ich werde es nie erfahren, wenn ich es nicht versuche. Ich bin so unsicher. Okay, tief durchatmen. Okay, ich schaff das. Wollen wir spazieren gehen? Warte, sie hat okay gesagt? Wuhu! Gabby liebt mich. Sie liebt mich. Oh yeah. Ob sie schon da ist? Ja, da ist sie. Sie hat mir ein Geschenk mitgebracht. Was mache ich denn jetzt? Gibt's hier was, das ich nehmen kann? Damit geht's. Nee, sie wird mich nur auslachen. Oh, hier. Meets, meets. Ach, das wird nix. Hä? Wo kommen denn jetzt die Blumen her? Das Paar muss sie fallen gelassen haben. Ups, aber ihr Zopf ist mein Gewinn. Los geht's. Warte, Gabby. Die habe ich dir mitgebracht. Oh, wie süß. Und das ist für dich. Das kann ich nicht annehmen. Doch, nimm schon. Wollen wir ein bisschen schlendern? Yippie! Interessant. Ist das Gabby? Sie sieht toll aus. Und sie ist mit ihrer Freundin hier. Sei still, Herz. Gabby? Wer ist der Typ da? Oh, hallo, zu mir. Hallöchen. Ich geh mal rüber.
Ich kann's nicht glauben. Ach, herrje, guck mal. Was? Oh, der Typ. Warum guckt sie so abweisend? Was, sie gehen? Aber ich hab doch noch nicht mal was gesagt. Abgewiesen zu werden ist voll blöd. Vielleicht muss ich beeindruckender wirken. Oh ja, jetzt geht's los. Niemand widersteht einem Kerl mit smoother Balance, oder? Nein! Okay, damit wird's ein bisschen einfacher. Oder auch nicht. Okay, beim dritten Anlauf wird's klappen. Nein! Unfassbar! Hey, lass uns spielen! Was? Das habe ich in deinem Zimmer gefunden. Nicht so schnell. Komm runter zu mir. Ich leg das auf deinem Kopf. Okay, steh jetzt ganz langsam auf. Ich schaff's. Wow. Phew. Wow, gut gemacht. Ich glaube, ich hab's endlich raus. Siehst du, wie ich's mache? Okay, jetzt komm wieder runter. Yeah, los geht's. Hä? Hey, was soll das? Ich hab das gefunden. Na gut. Ich gehe in mein Zimmer. Ach ja? Warum sollte ich ihm meinen Schatz geben? Das sind meine Lieblingssachen. Was? Und ich dachte, da wäre mein Handy drin. Danke, Schwesterherz. Hey, da ist der Typ schon wieder. Guck mal. Oh, ihr schaut zu mir, Ladies. Ich hab sie genau da, wo ich sie haben will. Hi, darf ich mich dazwischen drängen? Wollen wir ein Stückchen gehen, Gabby? Wunderbar. Ich warte dann einfach hier. Was in aller Welt ist hier gerade passiert? Oh. Hey, genau darauf habe ich gewartet. Ich mache mich mal für mein Date fertig. Ziehe ich was Orangefarbenes an? Oder vielleicht ein T-Shirt? Das ist doch nicht mal meins. Nee. Ich brauche Hilfe. Hey. Hallo? Ich brauche deine Hilfe. BRB. Hey, warte. Da bin ich wieder. Ich bin so verloren. Probier ein paar Sachen an. Was hältst du von dem hier? Oh, das ist ja furchtbar. Wirklich? Sag mir, was du wirklich denkst. Zieh das aus. Wie wär's damit? Fang. Ja. Probier es an. Okay. Bin gleich fertig. Und, wie findest du das? Niedlich? Ist okay. Nur okay? Mach dich nicht verrückt. Ich hab genau das Richtige für dich. Wir machen mit Blumen weiter. Hier. Okay, wenn du das sagst. Und? Oh, das steht dir super gut. Wunderschön. Muah. Aber wir brauchen noch eine Kleinigkeit. Und ich habe genau das Richtige für dich. Goldene Ohrringe. Die passen zu diesem Outfit. Ah, ein Modeguru zu sein ist harte Arbeit. Wow, Gabby sieht umwerfend aus. Sie ist ein richtiges Supermodel. Ah. Ich kann mir unser gemeinsames Leben gut vorstellen. Herrlich. Aber so wird sie mich nicht nehmen. Meine Klamotten sind so alt und schmuddelig. Mal gucken, was ich noch anziehen kann. Kann ich die Kleiderbügel irgendwie einbauen? Wahrscheinlich nicht, oder? Definitiv nicht. Warte. Nee. Ich muss mir was einfallen lassen. Okay. Schauen wir mal hier. Sieht nach einer Menge nichts aus. Aber wenigstens habe ich eine Socke gefunden. Und ich habe schon eine an. Passt perfekt. Und ich fühle mich schon besser. Ha! Gibt's hier noch was anderes? Und hier? Ich glaube, hier muss noch ein Handtuch drin sein. Mit dem sehe ich total geheimnisvoll aus. Okay. Ich sehe verrückt damit aus. Wenigstens sehen meine Haare gut aus. Boom, ich bin soweit, Baby. Wie konnte ich nur an mir selbst zweifeln? Heute Abend ist es ruhig. Fast zu ruhig. Hey, Kumpel, darf ich reinkommen? Nicht so schnell. Immer mit der Ruhe. Lass dich mal anschauen.
Ich denke nicht. Raus hier. Wow. Sieh dir das an. Sowas sieht man nicht jeden Tag. Sie ist so glamourös. Alles in Ordnung? Egal, jetzt kann ich mich reinschleichen. Hä? Hast du etwas gesagt? Wow. Das höre ich oft. Mach den Mund zu, du sabberst. Oh, Entschuldigung. Lassen Sie mich. Bitte sehr. Oh, danke. Ich liebe meinen Job und ich liebe gratis Geld. Ich bin reich. Wow, ich kann es nicht glauben. Halt! Das ist doch verrückt. Vorsichtig, ich will mein Haar nicht ruinieren. Danke, Jungs, ihr dürft gehen. Ich reise gerne mit Stil. Das ist klar. Bitte gehen Sie direkt hinein. Was für eine Nacht. Wahnsinn. Ihr Tisch, Ma'am. Ja, danke. Hier drüben, Ma'am. Oh, okay. Der Tisch ist noch gut. Ich lasse mir den Abend nicht verderben. Vielleicht ist es Zeit für etwas Unfug. Ich verschiebe dieses Schild. Sie sehen blendend aus, Madame. Hier ist Ihr Tisch. Moment. Hier geht's lang. Das ist er? Er ist ein bisschen rustikaler, als ich gewohnt bin. Ich bin reich, weißt du? Hey, Kellner! Wo soll ich sitzen? Ich esse für zwei. Da drüben. Er ist hinter Ihnen. Verstanden. Das ist für mich? Wow! Ihr wisst, wie man sich um seine Kunden kümmert. Das ist ja toll. Das gefällt mir sehr gut. Das muss ein Fehler sein. Etwas ist hier nicht in Ordnung. Ich bin mir sicher, alles ist gut. Dieser ganze Spaß macht mich hungrig. Das sieht ja köstlich aus. Es ist so leicht. Essen? Lecker! Mehr! Daran könnte ich mich gewöhnen. Warte, was hat sie denn? Das riecht großartig. Wow, siehst du das? Eine goldene Wassermelone? Ist das wirklich für mich? Schon gut, wenigstens habe ich Essen. Kann man das überhaupt Essen nennen? Es ist ekelhaft. Wie schade. Wie ein riesiges Fischglas. Oh, komm schon. Heute muss mein Glückstag sein. Warte, das klappt nicht. Das war lecker, aber ich will mehr. Oh, das sieht gut aus. Prost. Hey, was ist denn hier los? Ich habe heute schon geduscht. Aber das hier ist schön. Erfrischend. Ich sollte es wohl besser probieren. Ich bereue diese Entscheidung sofort. Aua, mein Kopf. Was soll das? Mami, das gefällt mir nicht. Ist schon gut, Schatz. Mami wird es besser machen. Marshmallows sind besser als Löffel. Ich will es probieren. So klebrig. Schau es dir an. OMG, das ist das Beste, was es je gab. Oh, es regnet Marshmallows. Wow, mein Favorit. Oh, das wird bestimmt gut. Hoffe, das ist keine Kacke, Mama. Puh, das ist Schokolade. Damit kann ich leben. Sieh sie dir an. Es ist, als hätte sie noch nie feines Essen gehabt. Das könnte ich den ganzen Tag essen. Wenigstens habe ich Wasser. Ich bin durstig, Mami. Wow. Danke sehr, Mami. Ich hoffe, mein Lippenstift ist nicht verschmiert. Wie soll ich das trinken? Es sieht so schwer aus. Ich probiere es aus. Das ist schön. Das ist so ekelhaft. Gut gegessen, Kleiner. Das war anders. Die schlimmste Erfahrung meines Lebens. Ich habe so gut geschlafen. Ich sollte mein Gesicht waschen. Feste Schrubben. Das fühlt sich gut an. Jetzt noch abwaschen. Hä? Wo bleibt das Wasser? Ich hab's. Der Regen tut's auch. Eine natürliche Dusche. Ich riech schön sauber.
Heute muss ich wieder viel Geld ausgeben. Wie anstrengend. Naja, irgendwer muss es ja ausgeben. Ich fühle mich fabelhaft. Zeit für eine Dusche. Was zum... Nein, Wasser? Nicht mit mir. Das ist viel besser. Das fühlt sich so toll auf meiner Haut an. Goldene Seife. Sowas von exklusiv. Das ist genau das Richtige für meine Haut. Mein Geschmack ist extravagant. Meine Gesichtsmaske? So schön auszusehen, kostet so einiges. Das reicht. Danke sehr. Das fühlt sich hervorragend an. Das habe ich gebraucht. Etwas Ruhe. Butler, mehr Seifenblasen. Sofort. Mittagspause? Endlich. Ich bin so hungrig. Darauf habe ich mich gefreut. Hä? Das ist nur eine Fliege. Schlecht riecht es nicht? Nope, es stinkt abartig. Das ist ungenießbar. Naja. Hey, ich habe eine Idee. Ha, erwischt. Ramen, nice. Ich liebe kostenloses Essen. Fehlt nur noch etwas Wasser. Und die Stifte sind meine Essstäbchen. Wann sind die lang? Schwieriger als ich dachte. Ich gebe auf. Lecker. Hallo? Der Service ist hier grottig. Das heutige Special, Mom. Das ist so schäbig. Sie mögen also keine Pizza? Bin gleich wieder da. Frisches Sushi für Sie. Nein. So eine Diva. Wie war das? Muss ich meinen Papa anrufen? Bitte nicht, Mom. Ich sehe, was sich tun lässt. Oh, diese Cupcakes sehen gut aus. Lass sie her. Guten Appetit. Dieses Foto landet sofort auf Insta. Bring mir das Essen. Absolut reine Diamanten, Mom. Schon wieder? Wie langweilig. Oh, Gold. Sehr fein. Dankeschön. Das sieht köstlich aus. Ich sollte den Diamanten eine Chance geben. Mein Lob geht raus an den Küchenchef. Ich bin fertig. Mehr schaffe ich nicht. Hier, das ist dein Trinkgeld. Wow, so viele Klamotten. Das ist voll abgefahren. Oh mein Gott, Security. Alles sieht so schön aus. Wow, die Sonnenbrille ist echt stark. Die Schuhe finde ich schön. Ich wollte schon immer einen Hut haben. Das reicht. Hey, willst du auch etwas davon kaufen? Oh, ach so, einen Moment. Ich warte. Reicht das? Spinne, Igitt, was ist los? Frank ist nur mein Haustier. Geld. Der Rest ist für dich. Was ist das? So wenig? Brauchst du das mehr? Entschuldigung. Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Mom? Mir gefällt das Kleid. Gekauft. Oh, eine exzellente Wahl. Du da, komm her. Ich will diese Schuhe kaufen. Natürlich. Das werde ich ebenfalls kaufen. Ausgezeichneter Geschmack. Mann, ist das anstrengend. Ich sollte kündigen. Das war dann alles. Kommen Sie jederzeit wieder, Mom. Wow. Riecht wie echtes Leder. Diese Schuhe sind ein absoluter Muss für jede Diva. Diva? Dann muss ich sie haben. Mom, hol mir diese Schuhe. Schon unterwegs, Mom. Interesse? Dann rufen Sie jetzt an. Lass die Schuhe rüberwachsen. Nimm sie. Oh, ich liebe meinen Job. Mom, Ihre Schuhe? Hä? Wow! Achtung! Verzeihung, bitte kündigen Sie mich nicht. Bye, bye. So viel Spaß. Dieses Honigchili schmeckt echt gut. Besser als das Gefängnisessen. Oh, ich glaube, ich spüre das Baby. Komm schon, ich brauche Glück. Das ist nicht spannend. Wow, ich bin reich. Der beste Tag meines Lebens. Ich glaube, meine Kleine bewegt sich auch. Los geht's.
Ich habe echt ein gutes Gefühl. $1? Aber allein der Schein kostet 5. Was machen die da drin? Ich leg das Honiggelee mal weg. Wow! Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber auch egal. Her mit dir, Geld. Komm zu Mama. Oh, das ist nicht gut. So unfair. Siehst du das? Ich bin pleite. Aber ich will auch reich sein. Oh, diese Kette glänzt total. Oh, das fühlt sich echt gut an. Hey, du musst meine neue Kundin sein. Also, ich will nicht so arg schwitzen, bitte. Keine Sorge, wir beginnen mit dem Gymnastikball. Toll. Ah, die anderen haben es echt gut. Das sieht echt bequem aus. Vielleicht sollte ich mir auch einen besorgen. Irgendwas muss ich jedoch verwenden können. Denk nach. Ich schätze, das Sofa muss ausreichen. Du machst das toll. Weiter so. Versichere dich, dass du es im Hintern und den Waden spürst. Moment mal. Hast du da einen Helfer? Was soll's? Sie bezahlt mich gut. Einatmen. Fühle dein Chakra. Ich fühle mich eins mit dem Universum. Ich fühle mich schläfrig. Hat sonst noch jemand Hunger? Wow, die waren echt schmutzig. Endlich kann ich wieder sehen. Mama, Mama. Ja, süß. Ich zeig dir nun, wie man das Baby einwickelt. Ziehe zuerst hier oben an der Decke. Dann faltest du einfach die Seiten über das kleine Baby. Wir müssen sicherstellen, dass alles schön bequem sitzt. Perfekt. So süß. Das war's auch schon. Gut gemacht. Es ist echt einfach. Willst du es mal versuchen, Mami? Was? Oh nein, mein Helfer macht das. Hey, komm mal rüber. Du musst es anschauen. Treten Sie zur Seite, Madame. Zuerst die Gefahr einschätzen. Minimale Gefahr. Dann das Kind beruhigen. Haben Sie schon einmal ein Baby gehalten? Natürlich. Alle hopp. Ziel erreicht. Unkonventionell, aber es hat funktioniert. Ich lass dich nie wieder los. Mein kleines Bündel Glück. Der ist der süßeste Football. Du bist es. Okay, es kann nicht so schwer sein. Zuerst diese Seite. Oder doch diese hier. Und dann falten. Das sieht nicht ganz richtig aus. Das ist echt Arbeit. Ich versuch's weiter. Nö. Ah, okay, ich hab's. Und ich bin echt froh, dass es kein echtes Baby ist. Vielleicht muss ich ihn rollen? Oh, ich mache einfach so, als wäre das nie passiert. Ich gebe auf. Warum schaffe ich das nicht? Fast geschafft. Keine Sorge. Weiteratmen. Und dann ist der Vater in Ohnmacht gefallen. So witzig. Eine Minute. Wie unhöflich. Oh nein, nicht mit uns. Leg dich hin, mein Schatz. Entspann dich. Oh, so aufregend. Legen Sie sich bitte auf das Bett. Muss ich denn alles selbst machen? Nein, verraufen sofort. Machen Sie sich's bequem. So, sei brav, kleines Baby. Mach das toll, Schatz. Ich glaube, das Baby kommt. Hey, da ist ein Baby unterwegs. Ich muss auflegen. Dieses Paar ist echt nervig. Alles wird gut. Mach was. Ich muss neue Handschuhe bestellen. Hey, können Sie mal leiser sein? Du musst so atmen. Das sollte die richtige Temperatur haben. Also, ich habe Ihnen Snacks besorgt. Das verleiht Ihnen Energie. Oh, nein, danke. Ich will mein Gewicht halten. Ah, das habe ich nicht gebraucht. Also, was haben wir hier? Wow, das sieht man nicht alle Tage. Drücken. Ich wusste, wir hätten in ein anderes Krankenhaus sein. Oh, meine Hand. Weiter. Ist das normal? Ignorieren Sie das einfach. Ich mach das nicht. Überlass das mir. Reicht das? Absolut. Machen Sie sich keine Sorgen. Freut mich zu hören. Eine von diesen macht alles viel einfacher. Bitte, es tut so weh. Ach ja? Okay. Spüren Sie was? Oh, ich glaube, es geht los. Autsch. Glückwunsch. Ein wunderschönes Mädchen. Oh. So eine tolle Familie.
Kuschiku. Nie mehr wieder. Hier ist ihr Baby. Glückwunsch, bla bla bla. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Kein Plan, egal. Oh, ich bin so glücklich. Schatz, komm, schau dir die Kleine an. Oh, ich liebe euch. Das ist meine Mami. Ach, warum bin ich immer pleite? Und das ist mein Papi. Lass los! Niemals! Heute ist mein Geburtstag. Wow, ist der für mich? Nur das Beste für mein kleines Mädchen. Der ist so weich und kuschelig. Happy Birthday, mein Schatz. Danke, Papi. Ich habe aber noch mehr für dich. Bring sie rein. Hier ist eine süße Torte für dich. Oh, ich liebe Torten. Wer nicht? Aber das ist noch nicht alles. Geschenke. Ich bin noch nicht fertig. Bereit für das Hauptgeschenk? Es ist ein tolles. Rein damit. Wow. Ich weiß, es ist riesig. Was ist es, Papi? Hoi, Brumm Brumm. Du bekommst deinen eigenen Fahrer. Auf geht's. Party Nummer 2. Ich frag mich, was Mami vorbereitet hat. Hi, Mami. Happy Birthday, mein Liebling. Ich habe etwas für dich. Ich habe es selbst eingepackt. Mein anderer Strumpf. Danke, Mama. Jetzt habe ich zwei. Und hier ist ein Kuchen. Und hier ist ein Stück für dich, Mami. Danke, Süße. Du bist so lieb. Nein, ich will zwei Yachten und ein Flugzeug. Bye. Hi, Papi. Woo! Hilfe! Ich rette dich! Hab dich! Das war ganz schön knapp. Bist du okay? Ich habe mein Leben an meinen Augen vorbeiziehen sehen. Was meinen Sie damit, dass er gerade operiert? Ich will sofort den Arzt sprechen. Mein kleines Mädchen hatte gerade ein traumatisches Erlebnis. Ich brauche medizinische Hilfe. Sie haben um Hilfe gebeten? Wow, das ist ein guter Service. Sie müssen meinem kleinen Mädchen helfen. Ich kümmere mich um Sie. Wird es mir bald wieder gut gehen? Machen wir es dir erstmal bequem. Das wird dich etwas abkühlen. Jetzt können wir noch warten. Wird sie wieder? Ich habe solche Angst. Geh nicht zum Licht, okay, mein Schatz? Okay, Papi. Strecken ist sehr entspannend. Mami, ich bin hingefallen. Es war bestimmt nicht so schlimm. Lass mich mal sehen. Oh je, da müssen wir etwas tun. Die Tüte mit gefrorenem Gemüse kriegt das wieder hin. Bleib einfach liegen. Es ist kalt, aber es wird dir helfen. Jetzt müssen wir warten. Und ich stricke weiter. Stricken ist schwieriger, als es aussieht. Okay, zeig mal den blauen Fleck. Er ist schon weg. Der Trick hat wieder funktioniert. Und das Gemüse können wir zum Mittag essen. Ich hoffe, du hast Hunger. Schon Schlafenszeit? Es wird Zeit zum Schlafen. Machen wir es dir schön gemütlich. So ist's gut, süße Träume. Ich will noch nicht schlafen. Ich will lieber spielen. Ah, Zeit zum Entspannen. Ich hoffe, es kommt ein guter Film. Das kriegt Mami nie raus. Hm, die Fernbedienung geht nicht. Da sind keine Batterien drin. Hm, das ist merkwürdig. Das ist lustig. Viel besser als schlafen. Was ist hier los? Irgendwas stimmt hier nicht. Alles ruhig? Langsam? Ich dachte, ich habe dir gesagt, dass du schlafen sollst. Ah! Was ist das? Sie ist drauf reingefallen. Warum macht sie das mit mir? Warte mal. Das war so lustig. Ab ins Bett mit dir. Gib mir das Spiel. Ich nehme die Batterien raus. Und du gehst ins Bett. Kein Blödsinn mehr. Aber das war doch nur ein Scherz. Ach, jetzt kann ich endlich Fernsehen. Mal sehen, was kommt.
Oh, das sieht gut aus. Das ist spannend. Oh. Ich kann nicht weggucken. Oh nein. Hä? Was war das? Ach, es war nur ein Luftballon. Aber wo kommt der her? Das ist irgendwie gruselig. Ist wohl wieder so ein dummer Streich. Erwischt! Du bescherst mir noch Albträume. Unglaublich, dass ich dich wieder voll erwischt habe. Komm her, suchen wir uns einen schönen Film raus. Einen, der nicht so gruselig ist. Schlaf gut, mein Schatz. Ich hoffe, du träumst von Einhörnern und Geld. So bist du jetzt bereit zum Schlafen. Gute Nacht, Papi. Ich mache nur ein kurzes Spiel. Hä? Was ist das für ein Geräusch? Upsi. Moment mal. Gib mir das Telefon. Nacht. Und den Rest. Na gut. Ich dachte, du würdest das nicht merken. Ich war auch mal jung. Ich kenne all die Tricks. Das ist nicht fair. Hm. Ich frag mich, was die bewirkt. Ich wurde gerufen. Dein Wunsch ist mir Befehl. Hier hast du was für deine Arbeit. War mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Alles okay, Schatz? Es ist nicht, wonach es aussieht. Ich kann das erklären. Ich hatte dich gewarnt. Ah! Ich hau ab. Oh, das hat wehgetan. Das hat er verdient. Und der hübsche Prinz rettete die Prinzessin und sie lebten glücklich und zufrieden. Kann mir jemand helfen? Zu sagen, dass alle Mädels gleich sind, ist eine grobe Untertreibung. Aber jeder hat die Chance, eine Königin zu werden. Also wenigstens die Ballkönigin. Gib mir die Krone! Oh, du willst es wissen? Warte mal, was geht hier vor sich? Oh nein! Wow! Schau dir diese bezaubernden Kleider an. Und Accessoires. Dieses Kleid gefällt mir. Daran könnten wir uns auf jeden Fall gewöhnen. Wir sehen doch toll zusammen aus, oder? Hm, was höre ich mir an? Wie bitte? Was? Sorry, aber ich finde nichts zum Anziehen. Ich hasse all meine Klamotten. Entweder sind sie zu groß oder sie sind zu klein. Ich fühle mich so hässlich. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Aber vielleicht kann ich ja was basteln. Damit! Hä? Ich zeig's dir. Siehst du diese Sicherheitsnadeln? Sie funktionieren auch als Gürtelschlaufe. Zieh einfach den Schnürsenkel durch und binde ihn so fest oder locker, wie du willst. Siehst du? Passt perfekt. Hä? Ich danke dir. Ich helf doch gerne. Tschüss. Ich ruf dich an. Ich muss mich auch fertig machen. Fast vergessen. Oh. Was mache ich jetzt mit meinem Schuh? Schätze, ich gehe nirgendwo hin. Nur ich mit mir und den Chips. Ich bin nicht sauer deswegen. Nur ein stinknormaler Freitagabend zu Hause. Perfekt für etwas Selbstpflege. Ach du und deine Fingernägel. Oh, war das mein Handy? Wer ist es? Heute Abend ist Party. Gut, dass ich mir schon die Nägel gemacht habe, stimmt's? Guck dir das an. Nee, ich hab keinen Bock auf eine Party. Bitte. Ach, okay, na gut. Ja, komm schon. Was wollen wir anziehen? Schritt 1? Okay. Ich bin bereit. Das Outfit steht. Du bist echt gut darin. Und was ist Schritt 2? Hä? Ich? Oh nein, nicht nötig. Doch. Du willst dir nichts Schickes raussuchen? Ach nein, nicht diese Hundeaugen. Du weißt, dass ich denen nicht widerstehen kann. Okay, okay, ich zieh mich um. Oh. Hier, wie findest du das? Ja, wir sind wie Zwillinge. Aber was machen wir denn mit den Dingern? Die sind ja schrecklich. Was? Was, die sind nicht gut? Nein, echt ganz schlimm. Zum Glück habe ich die hier für dich. Sind die auch wirklich für Menschenfüße? Da laufe ich lieber barfuß rum. Yeah! Mm-mm. Doch! Bitte nicht! Ja!
Ach, na gut. Zwei schmutzige Stiefel gegen zwei schicke High Heels. Bist du jetzt zufrieden? Juhu! Jetzt lauf! Okay, dann mal los. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Frau Feld! Ah! Oh nein, das hat bestimmt wehgetan. Ich bin okay. Wie kannst du in diesen Dingern laufen? Kinn hoch. Okay. Schultern zurück. Hoffnungslos. Warte mal. Was hast du denn da? Mal sehen. Oh, der ist süß. Wie kommt denn der hier rein? Hä? Ich will's lieber nicht wissen. Ja. Hoppla. Auch keine Ahnung. Oh. Hier. Was? Ja. Wie war das noch? Steck den Bügel hinten ins Hemd. Der wird deine Körperhaltung unterstützen. Er wirkt auch schon. Probier's nochmal. Lauf los. Okidoki. Du kannst es. Und das sogar ganz schön gut. Sieht aus wie bei einem Model. Großartig. Ja, und jetzt zur Party. Das Haus ist voll. Siehst du diese Schuhe? Die sehen hinreißend aus. Ich bin regelrecht erschüttert. Das ist nicht fair. Ziemlich neidisch, was? Los, komm! Ich lasse sie unser Lied spielen. Darf ich ein Wunschlied abgeben? Danke! Was geht ab? Mann, oh Mann, diese Schultern. Hey! Was willst du? Ist das ein Kleiderbügel? Verschwinde von hier! Ich halte dir immer den Rücken frei. Hör dir diesen Sound an. Wow! Hey Grace, schau mal. Ach, komm schon. Grace! Wow! Ja, genau. Im Ernst? Stopp! Oh, hey. Endlich, schau mal, was kam. Setz dich. Schau dir das Tattoo an. Was? Du willst Tinte unter die Haut? Okay, ich mach das schon. Dann lass uns mit der Party anfangen. Cool. Ich glaube, ich möchte es hierhin haben. Nice. Dann her mit deiner Hand. Das ist eine Nadel, Emily. Na, wie wollen wir es denn sonst tun? Das war's dann wohl mit dem Tattoo. Es muss doch irgendwie anders gehen. Na klar, bin gleich zurück. Dip, di, du, dip, di, du. Dip, di, du, du. Was da? Ach, ich hätte mal Wasser mitnehmen sollen. Ich hab's geschafft. Hey, Mr. Einhorn-Typ. Okay. Ich brauche etwas Sanfteres. Okay, was ist damit? Ja, danke, Kumpel. Man sieht sich. Phew. Da bin ich wieder. Zum Glück bin ich fit. Fast da. Ja. Puh, das war ein langer Spaziergang. Wir machen das jetzt. Ohne Nadel. Sieht für mich ziemlich schmerzfrei aus. Oh, definitiv. Schätze, dann bin ich soweit. Diese Schablonenmethode tut viel weniger weh als ein echtes Tattoo. Trage Kleber auf die Haut auf. Dann verteilst du ihn mit einem Pinsel. Und wenn es dann so aussieht, kommt der Glitzer zum Einsatz. Wow! Achte darauf, den gesamten Kleberbereich einzustreuen. Nimm dann die Schablone ab. Cool, oder? Wow, das funkelt total. Ich liebe es. Ich weiß, was du willst. Du bist dran. Ja? Nein. Komm schon, wir nehmen deine Lieblingsfarbe. Na, das gefällt mir schon besser. Sind die nicht fantastisch? Und ganz ohne Nadeln. Schmerzfrei, Baby. Das ist viel zu einfach. Was?
du kannst zwischendurch Chips essen? Ich muss in diesem Spiel besser werden. Ich werde dich besiegen. Das bezweifle ich. Die Chips sind echt gut. Die könnte ich jeden Tag essen. Ja, oder? Ha, wo sind die ganzen Chips hin? Gib mir den. Was, du willst den letzten haben? Komm und hol ihn dir. So langsam. Autsch. Okay, das war's. Du wolltest es nicht anders. Mehr hast du nicht drauf? Das fühlt sich an wie Kitzeln. Oh, jetzt kannst du wirklich was erleben. Keine Gnade. Ich sollte mir meinen Bart wachsen lassen. Gibst du auf? Niemals! Stopp! Was ist passiert? Das ist ja seltsam. Ah! Du siehst lächerlich aus. Das ist nicht lustig. Schau mich nur an. Als ob ich mich um meine Noten schere. Noch eine 6? Ich mach's wie mit den anderen. Ab in den Müll. Ich brauche eine Limo. Ach, schon besser. Schau sich einer diese Gitarre an. Viel besser als dieser langweilige Bio-Unterricht. Ich spiele mal ein kurzes Solo. Noch eine 1+. Ich wusste, dass sich das ganze Lernen gelohnt hat. Oh, da ist ein Matthew. Ich liebe es, Gitarre zu spielen. Wow, er ist ein richtiger Bad Boy. Die muss gut gestimmt sein. Und dann geht's ab. Das war fantastisch. Oh mein Gott. Die Streberin ist ohnmächtig geworden. Ich bin okay. Spiel weiter. Du bist so weird. Warte mal. Ich nehme das. Er greift nach meiner Hand. Hä? Sieht aus, als ob ich einen Test auch noch bestanden habe. Soll das ein Witz sein? Das ist sowas von unfair. Aber wenigstens kann ich die Dose behalten. Seine Lippen waren darin. Näher werde ich ihm wohl niemals kommen. Er ist so talentiert. Wie cool er einfach spielt. Vielleicht ist das meine Chance. Ich gebe mir schnell ein Makeover. Zeit für eine Veränderung. Wow, du kannst echt gut spielen. Ja, ich weiß. Ist das mein Atem? Das sollte helfen. Oh ja, als ob die Gitarre ein Teil von mir ist. Ich habe andere Mädels so flirten sehen. Hoffentlich mache ich es richtig. Willst du mich verarschen? Du ruinierst meine Gitarre. Das war ein Unfall, tut mir leid. Leg dich nie mit der Gitarre von jemandem an. Moment. Hi. Endlich bemerkt er mich. Du bist echt hübsch. Ich glaube, ich schreibe ein Lied über dich. Das ist so romantisch. Wir sind füreinander bestimmt. Ich hoffe, dieser Moment wird nie enden. Ich bin fast dran. Hey, Mickey, brauchst du Hilfe? Schon gut, ich... Wow. Soll ich's holen? Nicht nötig. Kein Problem, siehst du? Danke, war gar nicht nötig. Wollte nur helfen. Au, das wird eine Beule. Ups, das war ich, sorry. Mach dir keine Platte deswegen. Ich geh mal lieber. Oh, okay. Oh Mann, das wird eine fette Beule. Ich esse noch schnell was vor dem Unterricht. Ich krieg sie nicht auf. Warum muss das so schwer sein? Gib schon her. Ich mach das gerne. Lass los. Lass das. Schau her. Ist doch nicht so schwer. Oh oh. Meine Chips. Da sind noch ein paar Krümel drin. Die kannst du haben. Ich will sie nicht. Warum musst du immer versuchen, alles zu regeln? Tut mir leid. Ich habe den Moment ruiniert. Nein, ich muss das jetzt machen. Der ist für dich. Für mich? Wirklich? Oh! Bist du okay? Sorry, ich wollte nur nett sein. Was geht hier vor? Matthew, ich hätte es wissen müssen. Warte, was passiert hier gerade? Leg die Blumen weg, Jake. Werden die sich jetzt prügeln? Ja, es könnte unangenehm werden. Wo war ich? Ach ja, richtig. Dann komm her, Bro. Na los. Du willst tanzen, hä? Nein, nein, hört auf nicht. Magst du sie? Ja, das tue ich. Hab verstanden. Bitte tu mir nicht weh. Und komm nicht wieder. Sorry, dass du das sehen musstest. Wow, du bist richtig mutig. Diese Schulflure sind echt wild. Du musst dich selbst schützen können. Wow, bei dir fühle ich mich so sicher. Wow, das hat funktioniert.
Warst du schon mal in jemanden verliebt, der total anders war als du? Aber Gegensätze ziehen sich an, oder? Teile das Video gerne mit deinen Freunden und denk auch ans Abonnieren.